Unten links die Dialoge, so schön die auch sein mögen, aber ich verpeile die jedes Mal. Vor allem, weil sie so mitten im Marsch hier passieren. Da, die da. Die sind's. Nee. Wo waren die Elfen? Aber jetzt ist hier, jetzt ist er ansprechbar anscheinend. Wir speichern jetzt hier nochmal, damit wir den langen Dialog nicht immer mitnehmen müssen. Ich muss mal eben gucken. Schnell speichern, schnell laden. Gibt's nicht. Liebe Calypso-Leute, bitte noch hinzufügen. Wäre ganz nice. Wie gesagt, verzieh dich, sonst wirst du überrannt. Ich weiß, warum ihr marschiert. Ich habe eine eurer Ahnen getroffen. Genauer gesagt, eine Urgroßmutter. Sie hat mich gebeten, euch aufzuhalten. Pocharia ist nicht der Typ, der um etwas bittet, aber gut. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was hast du ihr gesagt? Ich nahm ihren Auftrag an, aber ich könnte es mir auch anders überlegen. Dann tu es. Die alte Leiche hat ihren Reichtum verbuddelt, als sie starb. Unsere Familie sucht seit Jahrhunderten danach. Ich hätte es wissen müssen. Ihr jagt sie wegen ihres Geldes. Ja, aber nicht aus Habgier. Krieg führen ist teuer und der Clan der Pulchasons braucht jede Münze, die er kriegen kann, um unser Haus zu verteidigen. Kein Geld heißt keine Verteidigungsanlagen und dann sterben wir, ganz einfach. Sie wird uns verraten, wo die Kohle ist, sonst heizen wir der alten, untoten Vettel ein. Du fehlst in der Liste? Niesippe? Ich hab dich hinzugefügt, möchte ich behaupten. Ihr haltet entweder zu uns oder zu den Toten. Ich halte zu der, mit der ich zuerst die Vereinbarung getroffen habe. Aber sie ist eine Untote. Ich will die Untoten in meine Stadt holen. Ich will Nekromantenarmeen führen. Dann werdet untot, wie sie es ist. Level 5er, euer Ernst? Was können die denn so? Aus der zweiten Reihe heraus schützt den Verbündeten mit dem niedrigsten Prozentsatz an Lebenspunkten durch eine funkelnde Eisschicht, gewährt dem Ziel körperlichen Schutz und Urschutz. Frostbarriere entfernt auch verkühlt und das Ziel wird immun gegen diesen Zustand. Frostrüstung wirkt sich nicht auf Ziele, die bereits immun gegen verkühlt sind, aus. Ja, körperlicher Widerstand 15% und Urwiderstand 15%. Das ist jetzt nicht gerade wenig, ne? Oh, du fehlst noch? Alles klar, ist kein Thema, Suppe. Immerhin habe ich dich ja auch in meiner Autohausliste und alles. Dann werde ich dich natürlich auch in meiner empfohlenen Kanalsliste machen. Hinzufügen. Ach, siehst du, ich habe das jetzt vertauscht. Ich habe letztens die liebe Maki mit hinzugefügt. Die kennst du ja auch von Fenrir und Beute, die Makiageki. Spitzname Maki. Ich habe letztens auch peinlicherweise entdeckt, vor 3, 4, 5 Wochen, dass ich den Cookie noch gar nicht in der Liste zu stehen hatte. Habe ich irgendwie verpeilt mit einzutragen. Gewehrverbündeten Urkraft bis zum Ende des Kampfes. Steinrüstung wird er nicht einsetzen können. Und Feuerblitz. Mann, zum Glück stehen die beide in der zweiten Reihe. Soldat, 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 Soldat. Kriegspriesterinnen? Kein Paladin? Ich probier's. Auch wenn sie in der Überzahl sind. Ja. Ich probier's. Ja, genau. Deswegen. Als ich das mitbekommen habe, dass Maki auch mit YouTube angefangen hat, dachte ich mir, hey, komm. Why not? Meine Flasche steht vor dem Schriftzug hier immer. Gewährtstärke. Was haben wir hier? Fügt der ersten Einheit geschwächt hinzu und die hatten wir Widerstandsfähigkeit. Auf jeden Fall machst du dich erstmal unsichtbar. Und dann machst du dich widerstandsfähiger. Und dann ist deine Runde schon erstmal vorbei. Du gehst hier drauf auf Stärke und lockst die gesamten Nahkämpfer erstmal an. Bleibst hier stehen. Du rutschst ans Ende der Initiativreihenfolge. Du wirkst schon mal unseren Zwielichtriss.
beendest dann erstmal deinen Zug. Du rutschst ans Ende der Initiativreihenfolge. Wer übers ganze Schlachtfeld wird sie einmal angeröbst. Schade, dass sie nicht hier durchgelaufen ist. Oh, war zu erwarten. Aber ich find's gut, dass du die in die erste Reihe schickst, die zwei Priesterinnen, weil die möchte ich zuerst zerschlagen. Wenn die jetzt hier alle irgendwo in der zweiten Reihe stehen, dann können die nicht wirklich viel machen. Grüß dich, Decker. Schön, dass du wieder da bist. Und erfolgreich aufgenommen? Ja, er läuft rein. Und sie blockieren sich gegenseitig. Wie geil. Frostrüstung gewirkt? Gut, okay. Ruheschutz, ja, passiert. So, du bewegst dich mal hier hin. Und rülpst die Tante hier erstmal an. Nee, tust du nicht. Wir machen einen normalen Schlag. Den Rülpsamer schicken wir schon an, wenn die hier nachgerückt sind. Jetzt hast du den Rest der Woche Ruhe. Ja, ist doch wunderbar. Ich muss Samstag erstmal wieder für Gilde 3 aufnehmen. Morgen werde ich vielleicht nochmal dieses Spiel hier streamen und dann ist ja Freitag wieder Patricia 2 und sind dann schon auf einer Hülbeck dran. Dann Samstag unbedingt mal Gilde 3 aufnehmen und auf dem Abend mich noch mit den zwei Freunden treffen. Und Sonntag mal gucken, ob ich streame oder nicht. Weiß ich noch nicht. Hier mache ich mal die Reihe auf. Hier möchte ich noch ein bisschen versuchen, wieder Rückenangriffe zu provozieren. Mit den beiden hier zum Beispiel. Du rutschst bitte wieder ans Ende der Initiativreihenfolge. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Du auch. Ja. Du auch. Jetzt ist es tatsächlich mal mein Nachteil, dass ich in der Initiativreihenfolge vorher dran bin, weil unsere Einheiten halt schon schneller sind als die. Ah, so ist gut. Denke ruhig, dass du gerade im Vorteil bist. Komm ruhig in meine hinteren Reihen, damit ich dich da nochmal in die Zange nehmen kann. Er ist verwirrt. Na schön, ich kann mir noch einen Bogenschütze dazu holen. Aber wir haben gesehen, der war jetzt nicht so toll, ne? Das ist eine zusätzliche Einheit, die Schaden frisst, okay, aber war nicht toll. Die hat nicht viel Schaden gemacht. War halt nur ein Rang 1 Zauber, ne? Dieser Beschwörungszauber mit diesem kleinen Teufel, den wir ranholen konnten. Ja, du bewegst dich jetzt mal in ihren Rücken. Und schnetzt jetzt ein bisschen so ein paar Scheibchen von ihrem Schinken ab. Und lass schön Gift in der Wunde. So. Wunderbärchen. So. Und jetzt können wir mal einen vernünftigen Kotzer hier drauf werfen, dass wir schon mal zwei von denen noch vergiften können. Schön klebrig und grün mit Stückchen. Weiter geht's. Avi ist dran. Avi stellt sich jetzt mal hier hin. Scheiße. Sie hätte sich hier hinstellen müssen wegen Doppelzange. Na egal. Avi macht mal einen Heilzauber auf unseren vordersten Zombie hier, weil der ziemlich viel einstecken musste. Und beendet dann damit auch ihre Runde. Du machst einen normalen Angriff hier. Jo. Jetzt sind zwei von denen wieder dran. Und zwar die, die in der hinteren Reihe stehen und von daher nutzlos in der Gegend herumstehen. Du kannst nochmal einen schönen Kotzangriff machen auf die zwei hier. Die Priesterin ist schon auf unterhalbe Energie runter. Deswegen lässt sie schon die Schultern hängen hier. Da, oder? Die ist auch auf unterhalbe runter, oder? Ja. Wunderbärchen. Und damit ist dein Zug auch zu Ende. Und der Dieb ist jetzt nochmal dran mit zwei Angriffen. Und das sollte reichen, um diese zu killen. Sehr fein. So. Du bist dran, auch die Priesterin. Die muss zuerst weg, wenn es geht. Aber die macht diesen blöden Flächenschaden und die Flächenheilung. So. Avi, du kommst mal hier hin. Versuch die hier mal rauszulocken. Versuch mal dafür zu sorgen, dass der denkt, er könnte sich hier einen Vorteil erkaufen. Wie viel Mana hat sie? 38. Würde das was bringen? Okay. Ah, können wir nicht machen. Achso, haben wir denn noch den Bonus?
Verstehe ich nicht. Hier ist der Bonus noch für eine Runde geltend und hier gar nicht mehr. Ach so. Der Effekt verschwindet, wenn die Person getroffen wurde, ne? Alles klar. Nö, es passt so. Runde beenden wir hier. Du schlägst mal auf den hier ein. Und weiter geht's. Das hat so ein bisschen was. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich so ein bisschen an eine römische Formation. Dass wir vorne dicht machen. Zwischenzeitlich auch die ausgelaugten Leute nach hinten stellen, damit sie sich erholen können. Und angeklackste Gegner zwischen die reinziehen und die aus der zweiten und dritten Reihe zersäbeln, diese angeklacksten Gegner. Da hat ziemlich viel Frostschutz, okay. Aber passt schon. Und hier nochmal drauf. Jo. Oh, die zwei konnten wieder nichts machen. Oh. Ich mach mich jetzt wieder unsichtbar. Bewegt mich mal neben AV. Jürgen. Damit die nicht wissen, wo ich bin. Und hoffe, dass die sich gleich mal bewegen, damit ich hier auch mal vorwärts komme. Oh. Schlag ich den hier ein. Sehr schön. Der nächste bitte. Auf die Priesterin. Schade, hätte gerne ein Crit sein können, damit es auf unter halbe Prozent kommt. Halbe Lebensleiste kommt. Hat nicht gereicht. Es ist ungenutztes Potenzial, wenn ich sie hier stehen lasse. Ich ziehe die jetzt nach vorne und lasse sie angreifen. Der hat ja sogar noch Gift drauf und wird jetzt gleich nochmal angerülpst. Das heißt, der ist gleich hinüber. Ah, sowieso. Okay. Jetzt. Jetzt geht der Rülpser auf die Priesterin. Hey. Geh mal hier hin. Wir machen jetzt einen Durchbruch. Der Schildwall hat eine Lücke. Wir brechen durch. Stiften wir mal ein bisschen Chaos in der feindlichen Reihe. Oh, die sind doch voll in den Nahkampf gefesselt, ohne zu merken, dass sie gleich einen Rückenangriff kassieren. Ah, doch nicht. Jetzt habt ihr endlich mal was zu tun, ihr kriegt jetzt wäre. Mensch. Aber keine Sorge. Den ziehe ich da schon rechtzeitig raus oder ich heile ihn. Shit, er kommt nicht so weit, wie ich gehofft habe. Na. Wir müssen mal hier drüben auf jeden Fall dem Zombie helfen gehen. Deswegen laufe ich mal hier hin. Obwohl ich hier einen Zangenangriff hätte machen können. Aber hier können wir auch gut Schaden anrichten. Plus die blutende Wunde. Und jetzt wiederum kann ich mich ja auch noch hier in den Rücken bewegen. Und hier den Zangenangriff auf den machen. Und Avi wird dann hier gleich noch draufschlagen. Ach, dummerweise habe ich mich jetzt selbst in die Zange bewegt, Schiete. Na gut. Aber es lenkt vielleicht noch ein paar Angriffe von ihm hier wieder ab. Okay, immerhin. Hauptsache, die überleben mir. Meine eigenen Einheiten. Ja, du machst wieder auf die Priesterin. Deinen Angriff. Sehr gut. Und Avi wiederum. Ah. Geht erstmal hier hin. Ja, passt. Es ist nicht viel Schaden, der verurteilt wird dadurch, aber die Schwächung, die ist halt sehr effektiv. Die hier. Das macht's wieder wert. Wertvoll, finde ich. Zumal 104 Lebenspunkte noch, kriegt gleich noch einen Rülpser ab. Und danach nochmal ein Giftschaden. Sollte gleich hinüber sein, die Priesterin. So, mein Freund, ich muss dich da jetzt auf jeden Fall erstmal rausbewegen, damit du nicht mehr in der Zange stehst. Und gleichzeitig zieh dich damit selber aus der Zange raus. Schlag auf den Paladin ein. Wunderbar. Weiter geht's. Rübs auf die Priesterin.
69 Schaden, wunderbar. Und sie ist jetzt dran und kriegt einen Giftschaden? Nicht? Wear them down. What? Mounting an offensive. Oh, sie konnte wohl nicht vergiftet werden, ne? Scheiße. Ist ja fies. Aber da ist Gift gewesen. Sehr schön. Hört sich auch ein bisschen an wie bei Schach, ne? Wenn man anfängt, die Zickzack-Strategie aufzubauen, falls ihr das kennt, mit den Bauern. Wo man dann halt in einer Tour diese Flankierungen mit drin hat hier und dann langsam nicht mehr weiß, wo man jetzt eigentlich den nächsten Angriff startet. Ja, doch, auf den hier. Und gleich nochmal. Achso, siehst du, der hatte gar kein Gift, der hatte ja die blutende Wunde, das war's. So, mit dir würde ich jetzt gerne noch einen Kotzangriff machen. Würde aber bedeuten, dass ich dich blöd hinstellen muss. Oder ich bewege dich hier. Ja, komm, ich mach die Reihe jetzt auf. Dann könnte ich danach sogar noch Ari versuchen, Avi hier hinstellen und endlich ihren Befreiungsschlag machen. Wirkt mal Gift auf ihn hier. Leute, macht mir mit dem Rochen nicht nach, der macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge und durch Mineren ist es sowieso untersagt und ich heiße es eh nicht gut. Ja, der Kampf ist nicht ohne, muss ich gestehen. Ich hoffe, es reicht, um die Priesterin zu killen. Das sieht schon mal gut aus. Und gleich noch den Paladin vergiften. Soldaten vergiften, warum nicht? Zum Glück sind es keine Paladine. Oh, nice. 162 kritischen Schaden verursacht. Nice. Beweg dich jetzt hier hin. Weil ich habe ja vor, gleich Avi hier hin zu bewegen. Dann haben wir hier auch gleichzeitig die Flankierung drin. Komm hier rüber. Und dann 2 von 3 nochmal schwächen. 185 Schaden auf ihn. Wo ich eigentlich herkomme? Ich bin Berliner. Hört man doch, oder? Ich bin Berliner. Und du? Du kommst doch irgendwo da aus Fenris in der Ecke, oder? Ich glaube, ich mal irgendwo mitgekriegt. Das reicht fast für einen Kill. Wir werden ihn danach nicht bewegen, damit er die Bewegungs-AP noch nutzen kann, um sich zu heilen ein bisschen. 79, immerhin. Und damit haben wir wieder einen Gegner weniger. Da kommt noch ein verwirrender Schlag. Ist aber nicht schlimm. Und er wird 2-mal angreifen, oder? Hm. Doch nicht? Interessant. Du bewegst dich erstmal hier in den Rücken. Und damit haben wir jetzt die Doppelzange. Schön drauf da. Der ist auch Roslau. Ah, okay. Ach stimmt, wir konnten jetzt keinen zweiten Angriff machen. Klar, weil ich mich bewegt habe. Aber es hat gereicht für die Schwächung gemein. Wo ist geschehen? Ein kleines bisschen Mitleid habe ich schon mit den Feinden hier. Aber nur ein kleines bisschen. So, du machst einen Angriff nach hinten. Damit wir hier einen Ausgleich bekommen. Und der müsste auch gleich down gehen durch unsere zweite Reihe. Ja. Down with the sickness, ne? Down with the sickness. Dann versuchen wir gleich noch ihn hier zu zerschlagen. Nee, dann machen wir Gift drauf. Nice, für 2 Runden vergiftet. Aber er überlebt bloß noch eine. Wenn er jetzt keine Heilung erfährt. Oh! Unsere zweite Reihe hat auf den Falschen geschlagen. Scheiße. Dammit. Aber Schwein gab, dass hier kein kritischer Treffer verursacht wurde. Gehen wir kräftig drauf da. Regeneriere ich noch ein bisschen. 79 Lebenspunkte. Ach, ich weiß jetzt wieder, warum ich mir irgendwie 160 gemerkt hatte. Das war dann immer dann, wenn sie 2 Aktionspunkte wieder gut machen können. So, die Schlacht haben wir gewonnen. Wenn der Schlag jetzt hier nicht daneben geht. Wunderbärchen. Oh, wir haben sogar mal ein Rüstungsteil erhalten als Loot. Nice. Lederrüstung, die haben wir aber, glaube ich, schon. Aber ist egal, bringt Eisen. Und wie viele Erfahrungspunkte? 120 nur, schade. Da wünsche ich mir echt noch ein bisschen Balancing. In der Nähe vom Beutel. Ah, okay. Da habe ich das vertauscht. Mit seinem letzten Atemzug schaut der junge Krieger hoch zu dir und er spricht seine letzten Worte. Die Pulchar-Sons
werden nie vergessen, was hier und heute passiert ist. Sie werden mich rächen. Wir haben keine Überlebenden gelassen, oder? Ja doch, die aus der zweiten Reihe. So, gleich mal gucken, was das für eine Rüstung ist. Ja, ist schlechter. Definitiv. Obwohl, ist eine Stärke plus, aber sie ist keine Kämpferin, sie ist eher die Magierin. Deswegen wird das Ding jetzt zerlegt. 20 Eisen, 40 Gold. Gut. Weg. Und ich werde mir hinterher so den Arsch beißen, wenn es hinterher heißt, du hast jetzt hier irgendwie 7 neue Gefährten und keiner von denen trägt eine Ausrüstung. Hey, wait. Der Zombie hat ja gar nicht alles wieder zurückgeheilt. Na gut. Gehen wir Mana auffüllen. Ja, Mana auffüllen. Mana auffüllen. Danke. Dann gehen wir noch Lebenspunkte auffüllen. Dazu müsste ich aber mal in die andere Richtung laufen. Und dann gehen wir wieder zu der Königin. Ach nee, vorher nochmal Ressourcen einsammeln. Hier müsste der Lebensbrunnen sein. Jo. Sehr gut. Alle wieder durchgeheilt. Ab nach Hause. Muss schon Wasser nehmen. Nee, leider nicht, Decker. Ich weiß nicht wie. Sagen wir es so. Mit dem andere Gefährten ausrüsten. Weil wenn ich hier auf Charakter gehe, habe ich keine Möglicheit durchzuschalten. Ich habe es auch schon mit Pfeiltasten links und rechts probiert, mit Q und E. Leider nicht. Ich habe wirklich nur sie ausrüstbar und skillbar auch. Ich kann bei Orion gar nichts machen. Deswegen meine Vermutung, dass wir den sowieso irgendwann verlieren werden, dass er sich irgendwann gegen uns entscheidet. Vielleicht sogar, keine Ahnung, von der Story her. Oder dass das vielleicht generell nicht machbar ist. Dann frage ich mich aber, ob die dann die ganze Zeit über nur ihre Standard-Skills behalten, was ich ein bisschen langweilig fände. Es kann aber auch wirklich sein, weil es ist halt nur mal eine Closed Beta, dass das erst mit einem Vollrelease dazukommt. Einheiten vielleicht? Wie Einheiten? Nee, die Einheiten kann ich nicht ausrüsten. Gar nicht ausrüsten. Den Einheiten kann ich höchstens solche Fragmente hier geben. Da fällt mir ein. Da fällt mir doch glatt ein. Bei den Zombies können wir das doch machen. Und wir haben doch jetzt so noch Institutionssplitter übrig. Jetzt ist aber die Frage. Haben die das jetzt alle? Nee. Ich brauche noch mehr Splitter. Das ist jetzt wirklich nur bei dem einen hier. Dein Ernst? Ha, 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 ha. Dann gebe ich das doch erstmal Orion. Ich kann ihm sogar ein anderes Schwert geben. Wenn ich ein besseres für ihn finden würde. Aber, wie wir sehen, wirklich nur ein Schwert. Keine Ausrüstung, also keine Rüstungsteile. Jedenfalls noch nicht, vielleicht kommt es erst noch. Oben stehen Einheiten. Ja, ja, unten rechts auch, da bin ich aber mit meiner Fresse drüber. Ja, bin eigentlich nicht der Fan von rundenbasierten Kämpfen, aber das sieht cool aus. Direkt mal geholt. Ah, sehr schön. Ich bin auch sehr auf die Story gespannt. So, jetzt hat er schon mal 17% Trefferchance, kritische Trefferchance. Und bei ihm ist der kritische Treffer sowieso sehr wichtig. Mit seinem Doppelangriff hier immer, ne? Den er ja macht. Oder nicht Doppelangriff, sondern er macht halt mehr als nur einmal Schaden damit. Durch die, durch den Blutungsschaden, den er verursachen kann. Ah, bei ihm ist es so enorm mit dem. Ah, okay. Gut, 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 gut. Ja, gut. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt und wieder Ressourcen gesammelt. Und da würde ich mir noch wünschen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Burg irgendwann upgrade, dass dann hier anstelle von 500 Gold dann 1500 gehortet werden können. Und hier auch jeweils. Momentan könnte ich noch nicht mal die unheilige Essenz sammeln, selbst wenn ich das Gebäude mit Ach und Krach erobern würde. Wäre nicht möglich, weil ich habe hier hinten noch eine Null zu stehen. Komm, nimmst du die 3 Gold auch noch mit? Der Mehrspieler würde dich interessieren, ob das gegeneinander ist oder ob man zusammenspielen kann. Interessiert mich auch sehr. Ich habe auch schon überlegt, ob wir das dann im nächsten Stream, morgen oder wann auch immer ich den mache, vielleicht einfach mal ausprobieren. Aber ich weiß natürlich nicht, ob in der Closed Beta wirklich so viele auf dem Mehrspieler-Server irgendwo rumgurken oder nicht.
dass man da überhaupt jemanden finden kann. Und vor allem, solange ich mich selbst noch nicht mit den Mechaniken auskenne, wäre das einfach nur ein Tropfen auf heißen Stein, wenn ich mich jetzt in den Meerspieler werfe, ne? Da wird es wahrscheinlich nicht mal 2 Stunden gehen, auf einmal werde ich gewascht. Wenn überhaupt so lang. Also wenn es überhaupt so lange dauern würde. Und hier Gefährten ausbilden kann ich auch nicht, weil er ist immer gleich auf Maximum. Der levelt ja genauso schnell wie wir. Kann ich nichts machen mit ihm. Fertigkeiten neu zuweisen kann ich auch nur bei ihr. Hier kann ich auch nicht durchschalten. Immer nur die Söldnerin. Ich kann hier nichts anderes machen. Bin aber noch gespannt. Vielleicht kommt das noch. So, zurück. Gerade auf Steam geschaut, da steht nur Online-PvP. Also von daher kein Koop. Aber vielleicht kommt noch Koop, weil sich die Spieler das wünschen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die Entwickler das noch machen. Im Laufe der Zeit. Nach dem Full-Release dann nochmal vielleicht zusammen mit der Veröffentlichung eines DLCs vielleicht noch, wo sie dann sagen, hey, wir haben jetzt nicht nur das DLC XY für euch, sondern auch gleichzeitig die Möglichkeit im Koop-Modus hier mehr Spieler zu machen. Was mir sehr gut bei Spellforce 3 gefallen hat, wie gut man da Koop spielen konnte. So, werte Königin, ich habe deinen Ur-Ur-Urenkel gekillt. Du kehrst zu Pusharia zurück, die dich in ihren Gefechtszelt erwartet. Wie schön, ein freundliches, lebendes Gesicht zu sehen. Du hast einen unvergesslichen Eindruck bei mir hinterlassen. Ah, sie liebt mich. Wir sollten über die... Ey, wir können echt eine Romanze mit ihr eingehen, wa? Krass. Das Gefühl ist beiderseitig. Ging mir genauso. Als die untote Königin sich näher zu dir lehnt, entweicht ihren Lippen ein Hauch kalter Luft. Sie nimmt deinen Arm und legt ihn um sich wie einen Schal. Also gefühlstaub ist sie anscheinend nicht, die Dame. Um Gottes Willen, ich glaube, ich muss gleich den Stream auf 18 Jahre beschränken. wir wollen mal nicht zu voreilig handeln. Ich gebe ihr erstmal nur einen Knutscher. Eure Lippen treffen sich, als sie ihre gewaltigen Arme um dich legt und dich immer näher zieht. Du lehnst dich zurück und atmest sie tief ein. Ich sollte aber vielleicht aufpassen, nicht, dass sie mir gleich noch das Blut aussaugt. Und schon weiß, dass ihre Ur-Ur-Urenkel gekillt wurden. Aber das ist nichts, keine Wärme. Da ist nichts, keine Wärme, kein Geruch. Wäre da nicht ihr muskulöser, auf einzigartige Weise wunderschöner Körper im blauen Licht des Zeltes, du würdest nicht glauben, dass sie überhaupt da ist. Bis sie dich in ihren Armen emporhebt und dich auf ihr improvisiertes Fellbett wirft. Du weißt nicht, ob Minuten vergehen, ob Stunden oder Tage. Nur dein ständiges Piep zeigt dir, dass du überhaupt noch atmest. Wie seltsam doch warme Haut und schlagende Herzen sind. Aufregend. Du bist ebenfalls aufregend, oder ich hatte schon mehr Spaß. Oh, nee. Die vernascht dich, ja. Die wird mich scheibchenweise vernaschen, du. Ich will mal so ein bisschen... Also ich könnte jetzt natürlich wieder diese Teufelsantwort nehmen, aber ich muss es ja so ein bisschen im Kontext sehen. Sie ist ja eine der Bösen sozusagen oder eine der dunklen Mächte. Das muss ja nicht heißen, dass sie böse ist. Ich will mich ja selber auf die dunkle Seite schlagen, weil die haben meistens Cookies. So wie wir haben ja auch einen Cookie, der jetzt gerade nicht mehr da ist, glaube ich. Du bist ebenfalls aufregend, würde ich von daher sagen. Ich will mich mit ihr wirklich anfreunden. Oder mehr. Du bist selbst nicht so über Königin. Ich frage mich, ob das so sein wird wie bei Dragon Age, wo man dann sogar eine richtige Beziehung eingehen kann und je nachdem, was man macht, mit wem man eine Beziehung eingeht, dass sich da dann die Storyline, die Side-Story, anders entwickeln kann. Bei Dragon Age 2, glaube ich, war das sogar, Vorsicht, Spoiler-Alarm, wenn ich mich richtig erinnere, wenn man die richtige Beziehung eingeht, kann man am Ende sogar den Endboss bezwingen. Bannen und wie so in dem Dreh. Und was war da, ohne diesen mächtigen Fight auf sich nehmen zu müssen? Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, dann wartet noch die Sache mit diesen kleinen Jungs, die meinen Kopf wollen. Ich nehme an, du hast sie in die Flucht geschlagen? Sie wollten nicht mit sich reden lassen. Sie sind tot. Wenn sie nur ahnten, welche Wunder sie erwarten, dann würden sie vor Freude jauchzen. Das darfst du mir glauben. Okay, Quest abgeschlossen. Finde ich aber gut, dass die Belohnung jetzt nicht sofort hier steht, dass ich erstmal den Dialog zu Ende führen kann und danach die Belohnungen lesen kann.
Ich werde noch sehr lange an die Wunder zurückdenken, die du mir gezeigt hast, Königin. Stufe 5 erreicht, schwacher Rachesplitter, Ordnungsschutz, Schwert von Pulcharia, 400 EP, ein Fertigkeitspunkt, nochmal 15 bei den Untoten, minus 5 beim Imperium. Und wir sind berüchtigt beim Imperium. Wir haben jetzt einen Negativrang bei denen.